Hey, ich mache mir jetzt so eine Art Bauern-Thunfischpizza. Ich hatte keinen Bock einzukaufen, ich bin auch noch in meinem Pyjama. Das heißt, ich habe einfach alles genommen, was ich jetzt so hier habe. Ich zeige euch mal, was ich dafür brauche. Also zuerst habe ich hier mal so ein schönes Krustenbrot. Einfach zwei Scheiben runtergeschnitten. Ich mache mir quasi zwei kleine Pizzas. Dann natürlich brauche ich Thunfisch. Dann als Unterlage, also kommt dann so ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Tomatenmark oder Pesto oder was man halt so da hat, also Pesto-Zeugs. Dann ein paar Zwiebeln, ein paar Tomaten. Für den Käse nimmt man am besten eben den Mozzarella. Ich habe jetzt hier so einen Büffelmozzarella oder Gouda oder sowas oder Pizzakäse. Dann natürlich Salz und Pfeffer und Oregano ein bisschen, ein paar Tomaten und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich zeige euch jetzt, wie ich das belege. Ich hoffe, man kann das jetzt gleich gut sehen. Leider ist das eine andere Kamera. Und so müsste das aber eigentlich funktionieren. So, und zwar zuerst kommt mal ein bisschen Olivenöl drauf auf das Brot. Einfach so einen Schuss drüber haben. So, das werde ich jetzt auf beide Seiten noch verschmieren. Ganz am Anfang habe ich natürlich schon mal mein Backrohr abgedreht, einfach auf die höchste Stufe, das sind meistens 250 Grad. So, dann kann ich es umdrehen. Also die Ölseite kommt dann quasi nach unten. So, jetzt habe ich hier Tomatenmark, da kommt ein großer Batzen auf beide drauf. Das ist jetzt quasi der Ersatz für die Tomatensauce auf einer normalen Pizza. Funktioniert aber genauso gut. Einfach schön großzügig drauf verschmieren. So, dann für das Basilikum Flair ein bisschen Pesto. Man kann natürlich einfach auch frischen Basilikum drauf geben. Ich habe jetzt keinen da. So, teile ich da so ein bisschen. Einfach so übers Tomatenmark drüber schmieren. So. Dann als nächstes werde ich mir da so ein paar Tomaten reinlegen. Ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich fand es jetzt ganz nett. Ich hatte welche da. So. So, jetzt muss ich mir kurz die Hände waschen, bin voll fertig. So, Dilla. Als nächstes kommt der Thunfisch. Sich so ein bisschen zerkleinern mal. Jetzt muss ich schauen, dass da nicht alles runterfällt. Dann habe ich das eine Brot ein bisschen schief geschnitten. Wer natürlich keinen Thunfisch mag, das Ganze geht natürlich auch einfach mit Schinken oder Speck oder überhaupt vegetarisch. Einfach nur mit Käse. Aber ich liebe Thunfischpizza einfach nur. Deswegen muss das jetzt sein. So, alles schön festdrücken. Das geht mit dem Thunfisch eh ganz gut. So, ich werde jetzt mal nur einen fertig machen, damit das nicht so lange dauert. So, dann habe ich hier so ein bisschen Zwiebel. Auf einer Thunfischpizza ist ja immer auch Zwiebel drauf. So, schön verteilen. Dann, ich stehe voll auf Mais. Das heißt, ich gebe hier auch noch so ein bisschen Mais drüber. Man kann jetzt auch zum Beispiel, also Paprika passt jetzt auch super dazu eigentlich. So, ich drücke das alles so ein bisschen fest, damit das nicht so viel runterfliegt. Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen eine Spielerei. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Käse. Jetzt kann man sich, also ich habe jetzt hier zum Beispiel Gouda oder eben ein Mozzarella. Mozzarella ist natürlich auf einer echten Pizza drauf. Das heißt,
Und das jetzt auch lieber. So, das ist so ein cooler Büffelmozzarella nämlich. So, dann gehe ich da jetzt einfach mal so drüber. Damit das dann schön schmilzt. Der ist innen nämlich so schön cremig. Also ich reiße den jetzt auch gleich. Braucht man nicht schneiden, braucht nicht zu schön sein. So, fertig. Und jetzt kommen eigentlich nur noch Kräuter drüber. Ich muss nur schon wieder die Hände waschen. Überall ist Essen. So, okay. Und jetzt also salzen. Und pfeffern. Und ein bisschen Oregano drüber oder auch andere italienische Gewürze, aber ich mag jetzt Oregano halt. Olivenöl muss da jetzt keins mehr drüber oder sowas, weil habe ich ja schon am Brot selbst oben. Und ja, keine Ahnung, also ich brauche jetzt auch nicht unbedingt da noch extra Knoblauch drüber geben, der will im Backhaus sowieso nur irgendwie dann bitter oder sowas, ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ich habe jetzt mein Backrohr eben schon aufgeheizt, und zwar auf Umluft und einfach die höchste Stufe, wie es bei einer echten Pizza halt auch ist. Und das lasse ich jetzt einfach so lange drin, bis der Käse schön geschmolzen ist und ich das Gefühl habe, dass mein Brot auch schön knusprig ist. Und dann ist es fertig, das dauert nur noch 5 Minuten oder so. Und ich zeige euch dann, wie es dann am Ende ausschaut. Ich zeige euch das jetzt nochmal schnell. Also, es sieht jetzt schon geil genug aus, ich kann es jetzt schon so essen. Aber natürlich in warm ist es nochmal besser. Ich zeige euch gleich, wie das dann ist. So, es ist fertig. War jetzt nur wenige Minuten eben drin, 5 Minuten circa. Oh, es ist überall schön knusprig. Ich freue mich, dass es voll jetzt zu essen. Es riecht so lecker. Ja, ich empfehle euch das mal nachzumachen. Ist eben voll einfach, geht super schnell und ist lecker. Und ja, ihr könnt es mir gerne zuschreiben, wie ihr das so findet. Und jo, ihr könnt auch mal bei Facebook bei mir vorbeischauen.